Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video und ich glaube, das ist das vierte oder fünfte. Ich habe einige Produkte in letzter Zeit aufgebraucht, auch sehr viele von Pinkbox. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir ins Video. Als allererstes habe ich hier das Adidas Get Ready for Her Brazilian Nut Oil in Silky Touch Duschgel. Das war mal in der Pinkbox, in der Women's Health Pinkbox. Und ja, also ich fand den Geruch sehr gut. Und auch das Duschgel. Und das ist auch erst vor einigen Tagen leer gegangen. Dann als nächstes ist mein Waschgel leer gegangen. Und zwar das 2-in-1 entfernten Make-up und Ranpointi von Garnier Hautklar. Das finde ich auch sehr gut, wenn ihr nicht keine Abschminktücher oder so habt, dann könnt ihr das einfach benutzen und es reinigt auch euer Gesicht und deswegen, ja, ich würde es jedem empfehlen, der nicht so gern auf Tücher steht oder sowas. Dann als nächstes kommt eine etwas vollere Box und zwar als erstes hatte ich hier so ein Probepäckchen und zwar von Schwarzkopf Essence Ulti Time Omega Repair BB Beauty Balm. Das Produkt fand ich sehr gut. Es hat meine Haare glänzend gemacht, weich. Und ja, ich werde mir dieses Produkt hier mal in der Originalgröße zulegen. Und darauf freue ich mich schon. Dann als nächstes sind Abschminktücher leer gegangen. Und zwar die von Nivea. Erfrischende Reinigungstücher mit Aqua-Effekt. Die sind leer gegangen. Und ja, ich benutze eigentlich jedes Mal, wenn welche leer sind, andere. Nicht immer die gleichen und deswegen ja, es riecht auch sehr erfrischend. Dann als nächstes habe ich die New Yorker Dress for the Moment Soft Cream Shower für Women aufgebraucht, da ich das mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und davon habe ich glaube ich auch noch ein Parfüm und ja, die fand ich jetzt glaube ich nicht so toll, aber ja, also mir hat der Geruch nicht so gefallen, aber Duschgels sind eigentlich immer gleich. Dann als nächstes ist meine Tagescreme leer gegangen. Und zwar ein Pinkbox-Produkt, das AOC Pure Balance Mattierende Tagespflege. Fand ich eigentlich ein sehr gutes Produkt, hat meine Haut total weich gemacht. Und ich muss mich mal ein bisschen weiter gerade hinsetzen. Ja, deswegen würde ich mir vielleicht das nochmal holen, wenn ich all meine aufgebraucht habe. Dann habe ich hier ein Lufos-Produkt, wo ich schon mal eine Review drüber gedreht habe, wo mir das liebe Lufos-Team mal die Produkte zugeschickt hat. Und das ist die Lufos Heilerde Gesichtsmaske. Also ich fand die sehr gut und will ich glaube ich auch nochmal kaufen. Dann als nächstes ist auch nochmal ein Produkt leer von Pinkbox und zwar das Media Pharma Cosmetics Granatapfel Vital Dusche. Das finde ich wie immer sehr gut. Das hatte ich auch mal in der Originalgröße vor einigen Jahren. Und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Produkt. Es erfrischt sofort die Haut und ich finde, es macht auch viel wacher, egal wann ihr duscht. Dann als nächstes ist noch ein Pinkbox-Produkt und zwar das Elmex Erosionsschutz Zahnpaste. Ja. Das soll halt vor dem Zahnschmelzabbau schützen und sonst ist es eigentlich nur die ganz normale Zahnpasta. Dann als nächstes ist ein Badezusatz leer gegangen und zwar das Tetisept-Sinnensalz-Farbenspiel. Es ist ziemlich cool, denn am Anfang ist es rosa und nach ein paar Minuten wird es dann lila-blau. Und ja, dann als nächstes hier noch ein Produkt, was mir meine beste Freundin zum Geburtstag geschenkt hat, und das war das Bruno Banani Not for Everybody Duschgel. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, riecht genauso wie das Parfüm. Hier ist noch ein Pinkbox-Produkt und zwar das SP Repair Shampoo Bane von Bella Professionals. Ich finde, SP ist eine super Haarmarke. Also sie pflegt wirklich sehr die Haare. Dann als nächstes noch ein Pinkbox-Produkt und zwar das Weleda Granatapfel Pflegelotion. War das erste Mal, dass ich sowas ausprobiert habe und ich fand das eigentlich relativ gut. Dann als nächstes ist meine Wimperntusche leer gegangen und zwar die Catrice Cosmetics All Around Mascara. Das war mal eine meiner Lieblinge, aber ich habe mir vorgenommen für euch,
neue Wimperntuschen auszuprobieren und verschiedene. Und so sah auch die Bürste mal aus. Dann als nächstes ist hier noch so ein L'Oréal L'Vital Anti-Schädigungs tägliches Pflegespray. Das benutze ich immer, wenn meine Haare zu sehr verknotet sind. Und das hilft eigentlich relativ gut. Und ja, würde ich jedem empfehlen, der sehr, sehr knotige Haare hat. Dann als nächstes mein Concealer, der L'Oréal True Match Concealer in der Farbe 02 Vanille Vanilla Lager. Den trage ich zurzeit nur noch in der Schule. Für YouTube-Videos habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich den Maybelline Fit Me benutze. Und ja, aber ich finde ihn für die Schule einfach perfekt. Dann als nächstes noch eine Zahnpasta-Lehrgang, und zwar die Blender Mate 3D White Looks. Und ja, meine Zahnpastas tauschen auch jedes Mal, wenn sie leer sind. Und hier ist noch ein Produkt von Pinkbox, und zwar die Florena Handcreme mit Bio-Kamille. Fand ich jetzt sehr gut, aber ja, ist halt leider auch nur eine Handcreme. Dann als nächstes ist hier noch ein Waschgel, und zwar das Clarasil Ultra Akut Waschgel. Darüber habe ich auch schon mal eine Review gedreht. Zu Lufas und dieser Review werde ich die Links unten in den Kommentaren, also in die Beschreibung schreiben. Also könnt ihr da auch nochmal vorbeischauen. Und ich fand das jetzt nicht so überzeugend. Dann als nächstes sind hier die Manhattan Clear Face All-in-One Cleansing Pads leer gegangen. Die finde ich eigentlich sehr gut, weil ich persönlich schaffe es nie, mein ganzes Make-up runterzukriegen. Also ich benutze Reinigungstücher, dann die hier und dann wasche ich erst mein Gesicht, dass wirklich das komplette Make-up von meinem Gesicht runter ist. Und ja, die fand ich eigentlich relativ gut. Dann als nächstes ist ein Nagellackentferner von mir leer gegangen, und zwar der Isana Nagellackentferner acetonfrei. Der ist so ganz klein. Und noch ein Pro Series Vidal Sassoon. Reichhaltige Spülung ist leergegangen. Ich finde, Vidal Sassoon ist zurzeit eine meiner Lieblingsmarken für die Haare, nicht nur SP, weil sie einfach die Haare so sehr pflegt. Und als letztes Produkt von der Kiste, das Balea aktivierende Augenpflege. Ich benutze jeden Tag eine Augenpflege, da ich sehr oft, wie sagt man, Augenringe und alles habe. Und ich finde, dass sie einfach die Schwellungen und so wegmachen und ihr dann viel wacher ausschaut, als ihr überhaupt seid. Und deswegen empfehle ich es jedem, der auch so Probleme mit den Augen hat wie ich. Dann als vorletzte Box sind hier nochmal Abschminktücher, und zwar die Essence My Skin Caring Cleansing Wipes. Ja, fand ich auch ganz gut. Aber wie ihr seht, ich wechsle eigentlich immer. Dann ist hier mal so ein Produkt leer gegangen, und zwar das Dercray Illusion Shampoo. Irgendwas ist französisch. Aber ich finde dieses Shampoo sehr gut für den Haaransatz. Also wenn ihr so Schuppen oder irgendwas anderes in den Haaren habt oder sie auch immer euch juckt und ihr immer so machen müsst, empfehle ich das euch, weil es das alles wegmacht und eure Kopfhaut fühlt sich einfach viel besser und frischer an. Und ja, ich tue es in meinen Ansatz, und dann benutze ich ein anderes Shampoo für die restlichen Haare. Und ja, würde ich jedem empfehlen, das findet ihr in der Apotheke. Dann ist mein Deo leer gegangen, und zwar das Garnier Mineral Ultra Dry Intensiver Schutz 48 Stunden Nonstop. Ich habe mich in diese Deos verliebt, weil ich finde, das sind eigentlich die einzigen, die mir einigermaßen helfen. Und deswegen, ja, werde ich die auch weiterhin benutzen. Dann nochmal ein Probepäckchen, und zwar das Essence Ultimate Omega Repair Shampoo. Fand ich jetzt auch ganz gut. Der Geruch ist auch sehr, sehr gut. Und ja, dann ist nochmal eine Zahnpasta leer gegangen, und zwar die Colgate Max White Now. Zahnpasta kann man nicht viel sagen. Dann habe ich eine Bodylotion aufgebracht. Braucht, und zwar die Fenial Intensive Body Milk mit Mandelöl und Chia Butter. Die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ja, der Geruch war sehr schön und hat auch ganz gut gepflegt. Dann als nächstes ist nochmal ein Pinkbox-Produkt leer gegangen, und zwar das Weleda Hirse Pflegeshampoo. Fand ich jetzt nicht so toll, weil der Geruch war ja auch nicht so toll. Aber es war mal cool, was von Weleda auszuprobieren. Also Shampoos, weil man hat ja meistens eigentlich nur diese Öle oder Bodylotion. Dann ist noch ein Make-up-Produkt leer gegangen, und zwar das Boulevard Bronzer. Was ich als Puder hergenommen habe, ist jetzt, wie ihr seht, komplett leer.
Und ja, würde ich mir nochmal holen, wenn es das geben wird. Aber die Marke gibt es leider nicht mehr, deswegen. Ja, und dann habe ich hier nochmal ein Lufos-Produkt, und zwar die Lufos-Spülung. Fand ich ganz gut. Sie hat auch meine Haare sehr gut gepflegt, also hat sie total weich gemacht. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten Produkten. Und zwar einmal das Schwarzkopf-Glitzkur 220 Grad Hitzeschutzspray. Fand ich sehr gut, weil es auch 24 Stunden, glaube ich, gehalten hat. Und ja, Hitzeschutzspray brauche ich eigentlich so gut wie jeden Tag. Dann ist noch eine Bodylotion leer gegangen, und zwar die Balea Brazil Mango Bodylotion. Die ist limitiert und die habe ich mir, glaube ich, mal vor gut 2 Jahren gekauft, aber nie eigentlich leer gemacht oder angefangen, und nun ist sie leer. Ich fand sie sehr gut, der Geruch allein war auch sehr gut. Und wenn es sie wieder geben würde, würde ich sie mir definitiv wiederholen. Und dann noch die letzte Bodylotion, die ich aufgebraucht habe, ist die Lufos Heilerde Regenerierende Körperbalsam. Fand ich auch sehr gut. Also, wie ihr seht, ich habe diesen Monat sehr viele Bodylotions aufgebraucht, weil ich jeden Tag nach dem Duschen das benutze. Und seitdem ich das tue, ist meine Haut viel weicher geworden und hat viel mehr Feuchtigkeit. Und ja. Das war es dann auch schon mit meinen Produkten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, einfach Daumen hoch. Und wie immer könnt ihr unten drunter kommentieren, was ihr nächste Woche Mittwoch sehen wollt. Weil da ist nämlich euer Tag. Da könnt ihr bestimmen, was ihr sehen wollt. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns am Mittwoch. Und noch einen schönen Sonntag und so. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Schaltet ein, um 14 Uhr ist das Video online. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und alles andere, ihr wisst schon. Die genauen Produktangaben findet ihr nochmal unten in der Beschreibung drin, also dass ihr die Produkte auch nachkaufen könnt. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann. Tschüss!